Herr Knaack, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung stellen. Sie erlauben mir, dass ich jetzt das Thema des Workshops vorlese: Zolltarifliche Einreihung von Teilen und Ableitung von exportkontrollrechtlichen Beschränkungen. Das klingt sehr kompliziert. Ist es das auch? Das ist es auch. Das merken wir immer in unserem täglichen Geschäft. Wir haben viele Kunden, die insbesondere im Maschinenbaubereich tätig sind und klassischerweise bei der Einreihung von Maschinen, ihren eigentlichen Produkten, sich sehr gut auskennen. Und sobald es um den Bereich der Teile geht, dann wird geschludert und man geht davon aus, das wird genauso behandelt wie die Maschine, und das ist es in den seltensten Fällen. Und dann hat man auch die falschen Ableitungen dazu. Exportkontrollrechtliche Beschränkungen werden leicht übersehen. Und das macht es ziemlich kompliziert. Ich würde jetzt mal gerne der Reihe nach vorgehen. Was sind so die wichtigsten Punkte in diesem Workshop, die Sie ansprechen? Also grundsätzlich fangen wir damit an, wie denn tatsächlich Teile eingereiht werden, dass das tatsächlich eigene Produkte sein können, dass entsprechend Teile anderen Restriktionen unterliegen können als die dazugehörigen Maschinen aus den verschiedensten Gründen. Und das erstmal darzulegen, wie denn tatsächlich die tarifliche Systematik aussieht, um zu dem richtigen Ergebnis zu kommen. Das ist die grundsätzliche Basis, dass man die Abhängigkeiten versteht zwischen dem Zolltarif und verschiedenen anderen Beschränkungen, die dann auch von den Zollbehörden im täglichen Leben kontrolliert werden. Wo passieren die meisten Fehler? Tatsächlich bei der Einreihung von Teilen, dass man davon ausgeht, mein Teil ist zu behandeln wie die Maschine und dann die Eigenständigkeit der Teile nicht richtig einsortiert. Und ein wichtiger Punkt ist, der Zolltarif ist leider kein logisches Machwerk, sondern man muss teilweise sein technisches Verständnis, seinen gesunden Menschenverstand an der Haustür abgeben und dann sagen, ich tauche in eine komplett andere Welt ein, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Welche Konsequenzen haben denn Fehler? Also wenn man ein Teil falsch tarifiert hat, dann geht man oft aus Praxisgründen zu auch andere Vereinfachungsmöglichkeiten zu nutzen, wie Stichwortverzeichnisse oder Umschlüsselungsverzeichnis oder ein Absprung über den elektronischen Zolltarif und geht davon aus, von der falschen Warennummer auf die richtige exportkontrollrechtliche Beschränkung schließen zu können. Und wenn entsprechende Verstöße passieren, ist das eine Ordnungswidrigkeit in aller Regel. Es kann aber bis zu einer ungenehmigten Ausfuhr kommen, die dann entsprechend auch strafrechtlich bewährt ist. Gibt es denn Fragen, mit denen Sie immer wieder konfrontiert sind? Grundsätzlich schwierig sind immer Teile, die nicht namentlich irgendwo genannt sind. Die Leute sind es gewöhnt, in der Praxis die Vereinfachung Stichwortverzeichnis zu nehmen. Dann findet man einen Teil dort nicht. Wie geht man mit der Systematik um? Und die ist ein riesengroßes Machwerk. Wie kann man das tatsächlich anwenden und so runterbrechen, dass es auch im täglichen Leben genutzt werden kann? Weil dieses Thema halt wirklich kompliziert ist. Und die militärische Nutzung, spezifisch militärische Nutzung, Konstruktion, das ist ein Thema, was viele Unternehmen beschäftigt, weil man das einfach nicht an den Nummern festmachen kann. Können Sie für all die, die am Workshop jetzt heute nicht teilnehmen können, Tipps geben? Vielleicht 2, 3, wie Sie mit diesem Problem umgehen? Grundsätzlich, wenn unsere Unterlagen zum Download bereitgestellt werden, reingucken. Wir haben diese Systematik, die im Tarif inhärent ist, haben wir runtergebrochen in der Arbeitsanweisung, wie man gerade bei Teilen da vorgehen kann, und die wichtigsten Stolpersteine aufgezeichnet, also wirklich systematisch vorzugehen, was ist eine Maschine, was ist ein Teil, was sind die Definitionen, welche Checkliste muss ich praktisch abarbeiten und was sind meine Ableitungsmöglichkeiten, dass ich das auch im täglichen Leben handeln kann. Ich nutze ein Stichwortverzeichnis, ich nutze einen elektronischen Zolltarif, ich nutze ein Umschlüsselungsverzeichnis und mit der Kombination an Maßnahmen komme ich in aller Regel zum richtigen Ergebnis, ohne alles auswendig gelernt haben zu müssen. Und wo finden die Interessierten dieses Manuskript? Ich nehme an, irgendwo im Internet. Haben Sie vielleicht eine Bis jetzt haben wir es noch nicht online gestellt, weil wir es spezifisch genau für diesen heutigen Tag zur Verfügung gestellt haben. Wir werden es aber unseren Kunden entsprechend dann jeder, der bei uns fragt, gerne zur Verfügung stellen. Auf der Website. Entweder auf der Website oder entsprechend verteilen wir das entsprechend auch auf Anfrage. Wir haben unsere E-Mail-Adressen hinterlassen und dann kann es entsprechend bei uns abgerufen werden. Unter welcher Internetadresse? Direkt meine E-Mail-Adresse sven.knaack@bundesanzeiger.de. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und auch für die E-Mail-Adresse. Gerne.